Schauplatz unserer heutigen Begegnung ist die Bayer Arena in Leverkusen, liebe Fußballfreunde. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Bayer 04 Leverkusen beginnt in diesem Spiel mit dieser Aufstellung. Im Tor sehen wir Lukas Radetzky. Jonathan Tah spielt zusammen mit Alexander Dragovic in der Verteidigung. Kerem Demirbay steht zusammen mit Charles Aranguiz im Mittelfeld. Und gleich drei Stürmer sollen heute den Erfolg bringen. Oh Wolf, eine sehr offensive Aufstellung. Da bin ich wirklich gespannt. So gehen es die Bayern also heute an. Dieses extreme Pressing, was sie immer wieder spielen, geht natürlich ganz schön an die Körner, ne Buschi? Ja, das können wir wahrscheinlich auch heute wieder beobachten. Aber sie haben die Physis, um das durchzuhalten. Das machen sie immer sehr, sehr gut. Buschi, wie würdest du die Zeit von Pep Guardiola beim FC Bayern bewerten? Also es wird ja immer davon gesprochen, dass er den ganz großen Titel in Europa verpasst hat, aber jetzt mal ganz ehrlich, drei Meisterschaften, zwei Pokalsiege in drei Jahren, das ist ja nun keine schlechte Bilanz. Anstoß Bayer. Und damit läuft das Spiel dann endlich. Sind Graven. Das ist dem hier bei. Aranguiz. Bei den Gästen werden wir heute wohl Tiki-Taka sehen. Kann das am Ende zum Sieg führen? Was meinst du? Ja, wenn sie es gut machen, dann ja. Dann gibt es ja kaum Mittel dagegen, Wolf. Sie haben gute Spieler, sie haben das Spielverständnis. Sie können das umsetzen. Aranguiz. Jetzt Bellarabi. Kimmich lässt ihn nicht vorbei. Thomas Müller. Die Chance! Kimmich! Muss Abschluss geben. Nun Bellarabi. Dem hierbei. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Am Ball jetzt dem hierbei. Das ist dem hierbei. Dragovic. Dem hierbei. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Lewandowski, Ballverlust. Jetzt ist der Platz da. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Goretzka.
Coman ist das jetzt. Goretzka ist das. Jetzt Müller. Ballverlust hier durch Kimmich. Sind Graven. Das ist dem hier bei. Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Dem hier bei. Gute Pässe jetzt, immer wieder. Was macht er draus? Das ist gut verteidigt. Er zieht ab. Ein unfassbares Tor. Dieses Tor haben sie sich verdient. Ja, mit diesen kurzen, schnellen, präzisen Pässen einfach mal die Abwehr auseinandergenommen. Wir kennen ihn als Rückhalt seiner Mannschaft. Davon ist hier herzlich wenig zu sehen. Ein dicker Bock und dann fällt eben auch das Tor. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Zwei-Null steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Thomas Müller jetzt. Kimmich. Kimmich jetzt. Und Lewandowski. Goretzka. Kimmich. Geht dazwischen und hat den Ball. Müller. Pavard. Jerome Boateng. Süle. Ballbesitz bei Boateng. Jetzt Boateng. Ball ist bei Goretzka. Lewandowski. Lewandowski. Er holt sich den Ball. Ja, gut gelöst die Situation hier vom Torhüter. Thomas Müller. Hoher Ball jetzt zu Lewandowski. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für Sie drin. Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage. Er lässt den Ball dann noch kurz aufspringen und dann haut er das Ding rein. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen, 2:1 der Pausenstand. An Thomas Müller läuft die Partie heute irgendwie vorbei. Harmlos sein Auftritt bisher. Er kann sich da vorne überhaupt nicht in Szene setzen. Das ist auch ein Grund für den Rückstand. Auf in den zweiten Durchgang. Die Bayern sehen sich in dieser Partie bislang einem Rückstand gegenüber. Kimmich. Anspiel kommt gut. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Ballverlust Sané. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Dem hier bei. Leon Bailey. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Stark aufgepasst, die Gefahr erstmal vorbei.
dem hierbei. Leon Bailey. Schick. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Ein Hinweis für Herrn Peter Kohr. Peter Kohr, Sie werden. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Herr Peter Kohr, bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Nun Bellarabi. Schick. Karim Bellarabi. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Ja, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber Abseits dürfte hier die richtige Entscheidung gewesen sein. Lewandowski. Kimmich. Und jetzt Lewandowski. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Fahne ist oben, abseits Sané. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Goretzka fängt den Pass ab. Das ist jetzt seine Chance. Lewandowski. Bayern München ist wieder da. Sie schaffen hier den Ausgleich in diesem Spiel. So kam das Tor zustande. Thomas Müller mit dem Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Die Nummer 9, Robert Lewandowski. Patrick Schick. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Er überzeugt heute als Passgeber. Leon Bailey. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Und direkt zurückgespielt. Dem hierbei. Schick! Bayer weiter mit dem Ball. Schöne Pässe jetzt. Aranguiz. Vielleicht jetzt mal Bayer 04. Dem hierbei. Das ist Bailey. Das ist dem hierbei. Aranguiz. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig die Lücke. Dem hierbei. Aranguiz ist das. Und wenn sie hier noch den Sieg holen wollen, dann sollten sie diesen Angriff tunlichst verwerten. Patrick Schick. Kerem Demirbay. Schick. Jetzt suchen sie hier Mittel und Wege, um die Führung zu erzielen. Die Bayern, noch steht es unentschieden. Leroy Sané. Da ist Müller. Pavard. Lewandowski. Müller. Leon Goretzka. Lewandowski. Goretzka. Robert Lewandowski. Da pfeift er ihnen die Torchance weg. Die Fahne ist oben. Abseits. Das wäre eine Riesenmöglichkeit gewesen, aber die Fahne ist eben oben.
Spielerwechsel. Sie werden hier wechseln. Nicht mehr auf dem Platz. Die Nummer 10, Leroy Sané. Neu im Spiel, die Nummer 7, Serge Gnabry. Zwei Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Das könnte jetzt noch mal gefährlich werden. Ecke für die Bayern. Ecke kommt von Kimmich. Schön gemacht. Jetzt die Flanke. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden. Anstoß Bayer. Und damit läuft das Spiel dann endlich. Kimmich! Jetzt ist der Platz da. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Gute Pässe jetzt, immer wieder. Was macht er draus? Das ist gut verteidigt. Ein unfassbares Tor. Dieses Tor haben sie sich verdient. Ja, mit diesen kurzen, schnellen. Das ist der Anschlusstreffer. Ist noch mehr für Sie drin. Das ist jetzt eine Chance. Lewandowski. Bayern München ist wieder da. Sie schaffen hier den Ausgleich in diesem Spiel.